So Leute, heute mal eine kleine Bastelanleitung für euch. Ja, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man sowas hier bastelt. Das ist ein schöner Anhänger oder ein schönes Adventskranz, Tannenbäumchen, Schmuck. Das kann man sich sehr schön an den Tannenbaum hängen, wenn es dann sehr gut wird. Es ist so ein Engel aus Papier. Ich habe es schon mal vorgemacht, damit ihr seht, was draus werden soll und damit ich mal etwas vorbereitet habe. Ja, sozusagen. Dann, ja, dass ich halt nicht ganz unvorbereitet bin, wenn es halt alles in die Hose geht, dass ich dann halt zeigen kann, so soll es am Ende aussehen. Ja, ich würde mal sagen, zeigt euch mal ganz kurz, was ihr dafür braucht, um diesen schönen weihnachtlichen Engel aus Papier zu basteln. Ist eigentlich ganz einfach. Dazu braucht man auch ganz wenig Materialien. Benötigt man ein Niederbuch, auch Gotteslob genannt. Da sind dann ganz viele kirchliche, weihnachtliche Lieder drin. Ja, wie Halleluja oder Gloria in excelsis Deo und andere schöne Lieder zur Weihnachtszeit. Finden wir hier schöne Weihnachtslieder, muss man sich halt hier ein schönes Lied mit schönen Blättern und schönen Noten raussuchen und ja, dazu kommen wir gleich später. Das ist die Grundlage für die Engelbausache. Als nächstes braucht man dann Holzkugeln. Ja, je nachdem wie viele man so bauen möchte, braucht man dann halt dementsprechend viele Kugeln. Und ja, das ist das nächste Material. Einen durchsichtigen Nylonfaden, den Engel am Baum zu befestigen, kann man dann das durch den ganzen Engel ziehen und oben zu einer Schlaufe binden und das dann wunderschön in den Tannenbaum oder an den Adventsschmuck hängen. Falls ihr keine Nylonfäden oder Angelschnüre habt, könnt ihr auch nach Belieben andere Fäden nehmen oder Seile oder Stricke, sofern es die Größe des Engels zulässt. Also wenn ihr einen XXL-Engel aus 1 Meter großem Pappkarton basteln wollt, dann könnt ihr natürlich auch einen Strick oder ein Seil nehmen. Das ist dann euch überlassen, wie ihr das dann haltet. Größe und Maß des Engels ist dem Papier zugeschrieben, also welches Papier ihr benutzt, ist dann euer Problem. Dann braucht ihr als nächstes die Bastelmaterialien, die Bastelwerkzeuge, das wäre eine Schere und Kleber, jede Menge Kleber braucht ihr noch dazu und ja, alternativ auch einen Uhu-Stift, man kann Flüssigkleber und Uhu-Stiftkleber nehmen. Und wichtig wäre noch, ein kleiner Tipp von mir zumindest, einen spitzen Gegenstand euch dazu zu holen. Hier eine Sicherheitsnadel. Ihr werdet sehen, wofür man die später braucht. Fangen wir an zu basteln. Wir nehmen ein sogenanntes Gotteslob oder Niederheft, auch gerne genommen. Ihr könnt jede Art von Niederhefte nehmen. Es ist ganz euch überlassen. Gotteslöber, hier alte Gotteslöber, findet man in jeder Kapelle oder jeder katholischen Kirche. Man gehe einfach zu dem nächsten Pfarrer in eurer nächsten Kapelle oder Kirche und frage ihn, ob man ein altes Gotteslob bekommen könne, um daraus weihnachtliche Engel zu basteln. Es gibt ältere, zerfranste, man sieht es ja ein bisschen, abgenutzte Bücher, die dann auch
unter Umständen freigegeben werden können. Dazu fragt aber bitte den entsprechenden Pfarrer oder den entsprechenden Verantwortlichen in der Kirche. Also bitte nicht zu Hause nachmachen, nicht einfach in die nächste Kirche rennen und dort aus der Kirche einfach ein niegelnagelneues Gottlob mitnehmen. Das könnte dann dementsprechend als Diebstahl gewertet werden und zu schlechten Ergebnissen führen. Also bitte nicht zu Hause nachmachen. So, man nehme das Gottlob und suche in dem Gottlob nach einem sehr schönen, passenden Weihnachtslied. Ja, hier habe ich schon etwas rausgeschnitten, um halt diesen Engel zu fertigen und halt etwas froh zu machen. Hier ein passendes Lied rausgesucht. Das Grab ist leer, der Held erwacht. Das ist doch ein gutes Weihnachtslied. Können wir doch gleich mal nehmen. Dann schneiden wir uns jeweils zwei Seiten pro Engel aus dem Gesangsbuch heraus. Mit einer schönen Schere hier, mit eurer Lieblingsschere, könnt ihr dann aus dem Gesangs- oder Gotteslob euch zwei Lieblingsseiten rausschneiden und dann daraus dann euren wunderschönen adventlichen Engel basteln. Man schneide ganz vorsichtig die zwei gewünschten Seiten aus dem Gesangsbuch heraus und lege das Rest des Gotteslobes beiseite. Jetzt hat man hier zwei Seiten, mit denen man arbeiten kann. Man braucht zwei Seiten, eines für den Unterkörper und eines für den Oberkörper des Engels. Man fällt als allererstes hier die erste Seite des Gotteslobes zu einem Fächer, zu einer Ziehharmonika, könnte man auch sagen, hier immer hin und her, einmal umdrehen, einmal hier so falzen und dann die Seite wieder umdrehen und zurückfalzen, ordentlich falzen bitte, sonst ist der Engel dann schlampig gestaltet. Man sollte also auch ordentlich darauf achten, dass die Falzen gerade sind und nicht so wie ich gerade in Hast und Eile zusammengefaltet sind. Das macht dann am Ende die Schönheit des Engels aus. Je ordentlicher und ruhiger und eleganter gefaltet die Ziehharmonikas hier sind, desto schöner dann der fertige Engel. So, dann hat man hier den ersten Fächer und ja, den nehme man dann und fasse ihn oben zu einem Rock zusammen und knicke oben nach gewünschter Länge den Ende zu einem Knöpfelchen hier so, damit ein Ende des Rockes entsteht. Das klebe dann mal mit dem Kleber. Man kann sich dann aussuchen hier einen Stift oder den Flüssigkleber zu nehmen. Ich bevorzuge den Flüssigkleber, der hält dann besser und bringt das Ganze besser in Halt. Einen kleinen Tropfen Kleber auf das Papier geben und das dann ordentlich zusammendrücken, damit der Rockzipfel hält. Das halte man dann ein paar Sekündchen. Ihr könnt auch eure Eltern darum bitten, dass sie euch helfen an dieser Stelle, bevor ihr alles einsaut und euren Tisch, eure Unterlage zu einem einzigen Meer an Kleber macht. Das ist dann natürlich dann nicht ganz so gut. Dann will man seine eigene Unterlage auch nicht
eingesaut wissen. Und als nächstes mache man dasselbe nochmal mit dem zweiten Liedzettel, den man sich aus dem Gesangsbuch ausgeschnitten hat. Man falte es noch einmal zu einer identischen Harmonika, zu einem identischen Fächer. Und hat dann hier an dieser Stelle wieder einen kleinen Fächer. Diesmal faltet man ihn nicht so als oben zusammen, sondern faltet ihn exakt in der Mitte zu einem halbgroßen Fächer und stecke ihn dann oben an das bereits entstandene Engelskleid. Man klebe es mit Flüssigkleber hier an beiden Seiten fest. Hier ein kleines Pünktchen Kleber. Ein kleines Pünktchen, sagte ich. Und auch auf der anderen Seite ein kleines Pünktchen Kleber. Also nicht so einen ganzen Berg, wie ich es gerade mache. Und mich hier voll schmiere damit. Wie gesagt, wenn ihr eure Feinmotorik als nicht so besonders einschätzt, könnt ihr auch einen anderen, eine erwachsene Person oder eine ältere Person dazu holen oder halt, wenn ihr selbst erwachsen seid, eine Person mit mehr Feinmotorik dazu holen. Ja, das presse man hier auch noch ein paar Sekunden aneinander. Mit Flüssigkleber geht das relativ schnell und dann falte man das auseinander und betrachte den schönen unteren Teil des Engels, den man nun gebastelt hat. Als nächstes kann man dann den Kleber wieder zudrehen. Den braucht man ab nun an nicht mehr für diese Bastelei. Das nächste, was man braucht, ist eine dieser wunderschönen kleinen Holzkugeln. In jedem Basteleibedarf oder in jedem Bastelhaus bekommbar. Kann man auch online bestimmt bestellen. Eine Tüte mit solchen Holzkugeln. Nylonfaden oder jeden anderen beliebigen Faden. Komm her, Kugel! Ich brauch dich. So. Dann schneide man sich einen entsprechenden Faden davon ab. Der Faden kann dann ruhig ein bisschen länger sein als der Engel. Man kann ihn ja nachher dann nochmal zurechtstupsen. Wenn man den spitzen Gegenstand, den man sich vorbereitet hat, hier bei mir eine Sicherheitsnadel, ganz vorsichtig, damit man sich nicht selbst piekst. Dazu könnt ihr euch ganz, ganz, ganz gerne vor allem eine erwachsene Person dazu holen oder eure Eltern. Nun muss durch den Boden des Engels, hier durch das Kleid des Engels und die Flügel genau mittig ein kleines Loch gestochen werden. Ist hier eine sehr friemlige Sache. Da mal etwas vorbereitet. So sieht das dann, so kann das dann am Ende dann aussehen. Ziehe man eine Holzkugel, die man wie gesagt in jedem Bastelbedarf finden kann, durch den Faden am anderen Ende, am nicht befestigten Ende des Fadens, fädelt man dann die Kugel hinein. Und ziehe es bis ganz unten hindurch und zack ist der Kopf an den Engel befestigt. Man knote das Ganze oben noch einmal zusammen und befestige eine Schlaufe am Ende des Kopfes, damit man das ganz schön an den Tannenbaum oder an den entsprechenden Adventsschmuck hängen kann. Ja, wenn das dann fertig ist, sieht der Engel so ungefähr aus, so oder so ähnlich kann das dann im Fertigen aussehen. Wenn man noch sonderlich kreativ ist oder sich irgendwie anders einbringen will, kann man dann noch den Kopf irgendwie gestalten, dort noch ein Gesicht reinmalen, den noch bunt anmalen, die Flügel anders gestalten, den Rock rot anzeichnen oder halt irgendwie nach eigenen Belieben ändern.
Ich finde die Idee von dem Liederzettel hier, man kann es auch noch so ein bisschen erkennen, was da drin steht. Man kann es halt erkennen, welches Lied dort in den Flügeln und welches Lied in den Rock zu sehen ist. Ich finde eine ganz schöne Sache für den Tannenbaum oder für den Adventsschmuck. Man kann es sich auch in sein Zimmer hängen. Man kann es natürlich auch mit anderem Papier machen. Man kann buntes Farbpapier dazu nehmen und sich frei nach eigener Kreativität austoben. Das sei ganz euch überlassen. Hier eine Anleitung von mir für heute, für den heutigen Adventskalender-Vlog. Für das heutige Adventskalender-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet eine kleine Idee für euer weihnachtliches Bastelstündchen mitnehmen. Ja, eine kleine Anregung. Man kann es gerne auch mit größeren Gruppen machen. Ein Gotteslob hat viele verschiedene Lieder und Seiten. Hat auch gesagt, ganz wichtig auch nochmal am Ende, als den Priester halt oder auch die entsprechenden Verantwortlichen zu fragen. Und halt auch ältere und abgeranztere und gebrauchte Bücher zu nehmen, weil ja, sonst finden es andere nicht so gut. Auch nicht das Liederbuch der Schwester klauen und daraus etwas basteln, das ist dann, da wird dann die Schwester ganz traurig. Also bitteschön bei allen Leuten ordentlich fragen, bevor man sich ein Buch zur Weihnachtszeit ausleiht, indem man einen Engel basteln kann. So. Ja, bis zum morgigen Video. Morgen geht es dann weiter mit einem weiteren Adventskalender-Türchen mit dem Zwergenfürst. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ja, und hab's noch einen angenehmen, frostlichen Tag. Man sieht sich. Ciao, ciao.